Hallo und grüß euch. Es ist saukalt bei uns herum. Es hat bis vor einer Stunde hat's noch geregnet. Also kann man nicht großartig was machen draußen. Jetzt habe ich mir gedacht, wir haben das zwar schon ein paar Mal so ein bisschen thematisiert, aber es ist ein umfangreiches Thema. Und nachdem wir ja auch Saatgut vertreiben, glaube ich, ist es einmal nicht schlecht, wenn man vielleicht sich das noch mal so ein bisschen in Ruhe anschaut. Man könnte es vielleicht so irgendwie betiteln, vom Saatgut zur fertigen Pflanze. Ich zeige euch heute hauptsächlich, so wie ich bei mir da daheim ansah, wie ich da vorgehe, auf was man aufpassen muss, Hellkeimer, Dunkelkeimer. Einfach vielleicht ein paar so Tricks. Jeder macht es ein bisschen anders. Vielleicht habt ihr sogar Glashaus daheim. Ideal, ich habe keins. Ich nutze einfach die Natur draußen. Um das geht es heute. Also vom Samenkorn zur fertigen Pflanze. Weil das einfach voll cool ist, wenn man sich das selber daheim machen kann, finde ich. Ich arbeite daran, dass ich das wirklich unglaublich geile Kapperl-Design vielleicht einmal im Shop drinnen habe, dass es erhältlich ist. Hier an dieser Stelle liebe Grüße an meinen Schwiegervater. Was sagst du? Ist nicht schlecht, oder? Deine Tochter hat mir gerade verboten, dass ich das Kapperl aufhabe. Es ist wirklich. Mir fehlen die Worte. Aber wir zwei werden wieder einmal, lieber Reinhard, durch schöne Landschaften mit schönen Käppchen gehen. Machen wir sicher wieder. So schauen diese Saatpackungen aus, wenn sie so eine kriegt. Und es ist ein Zustand. Wir haben es bis jetzt, sage ich bewusst, noch nicht geschafft, dass wir dann die Beschreibungen dazu geben, wie man das aussieht. Viele von euch werden das vielleicht selber wissen oder recherchiert haben. Einige haben uns natürlich eh geschrieben. Da haben wir das dann natürlich nachgeliefert. Sondern meine liebe Schwiegertochter, die Lea arbeitet mit Hochdruck dran, also es wird nicht mehr lang dauern. Dann haben wir da auch die Beschreibungen dazu. Und was kann man noch sagen über die Backeln? Nicht großartig was. Es ist nur interessant, allein schon, wenn man sich die Backeln anschaut, wie verschieden dann diese Samen drinnen sind. Das finde ich einfach schon mal faszinierend. Ja, und so verschieden dieses Saatgut ist, wenn man 20 Backeln in die Hand nimmt, es schaut wirklich jedes anders aus. Das ist schon mal wirklich faszinierend. Und es gehört natürlich, man kann jetzt nicht sagen jetzt, aber sie wollen alle ein bisschen anders behandelt werden, sagen wir mal so. Aber es gibt schon ganz prinzipielle Unterschiede. Wenn man die missachtet, dann hast du wahrscheinlich gar keinen Erfolg. Und die zeige ich jetzt mal in Ruhe. Da drüben auf meinem Tisch, da habe ich nämlich noch ein paar Samen vorbereitet. Und dann geht es so richtig los. Es ist einfach, heute ist es kalt. Da ist mein Gehirn ist da irgendwie, das arbeitet nicht gescheit in der Küche. Man könnte jetzt natürlich einen 50-teiligen Film draus machen, weil ja jede Pflanze vielleicht ein bisschen anders angesagt kehrt, um das Optimale vom Saatergebnis auszuholen. Aber ich finde, das Wichtigste, das ihr einmal wissen müsst, ist, dass es Dunkelkeimer und Hellkeimer gibt. Also Pflanzen, die zum Keimen Licht brauchen, wo die Saat gut oben aufliegen muss, und andere, die keimen nicht, wenn das Licht drauf scheint. Das heißt, die müsst ihr mit Erden abdecken. Das waren einmal so zwei prinzipielle Sachen, wo man aufpassen muss. Und vom Saatzeitpunkt, deshalb habe ich mir auch gedacht, dass das jetzt ganz ein guter Zeitpunkt ist eigentlich, weil das fragen natürlich auch immer wieder ganz viel, ja, wann sagt man auch, wann ist der ideale Zeitpunkt? Es gibt keinen idealen Zeitpunkt. Du kannst immer das ganze Jahr eigentlich ansehen, meiner Meinung nach. Speziell, wenn du vielleicht sogar ein Glashaus hast, dann bist du noch unabhängiger. Wir gehen jetzt eher davon aus, dass ihr keins habt. Ich habe keins, noch keins, vielleicht haben wir irgendeins.
Weil für das meiste, das wir an Saatgut haben, wir haben ja heimisches Saatgut, brauchst du auch kein Glashaus. Die Sachen wachsen da raus bei uns, die kommen zur Samenreife, der Same fällt am Boden, dann kommt der Winter, da wird es kalt und im nächsten Jahr keimen sie dann meistens, nicht immer, gibt es Ausnahmen auch. Das ist der normale Zyklus, das heißt, das Saatgut hat kein Problem damit, wenn es kalt wird, wenn der Winter da ist, sogar im Gegenteil, aber zu dem kommen wir vielleicht nachher nochmal. Ich habe jetzt einfach da einmal ein paar so verschiedene hergestellt. Heute habe ich mir gedacht, machen wir einmal einen Schatten oder einen Schatten, falscher Ausdruck, einen Dunkelkeimer. Da habe ich mir den Heilzist ausgesucht. Den habe ich jetzt gerade da vor ein paar Tagen habe ich ein paar abgeschnipselt. So schaut das dann aus und da habt ihr das Saatgut. Während du das Saatgut filmst, bin ich schon beim Zist herüben, beim Heilzist. Da habe ich ihn abgeschnitten. Da ist der. Schauen wir mal, ob da alles nass sei. Geht wahrscheinlich nichts raus. Schau, ein paar gehen raus. Ich muss draus prügeln. Ja. Wenn man den ein bisschen trocknet, dann geht er wieder schön raus. Aber das meiste hat er schon ausgestreut. Also, das ist nämlich ein Dunkelkeimer. Das ist das Reizvolle. Manche taugt es, manche interessiert es eh nicht. Ist auch okay, dann könnt ihr einfach eine fertige Pflanze kaufen und setzen. Ist total legitim, aber es macht natürlich auch Spaß, wenn man selber diese Pflanzen im Garten hat. Ich kann von diesen Pflanzen, von den eigenen Pflanzen, die Samen ernten und kann selber weiter vermehren, um sie zum Beispiel Freunden zu schenken. Ist ein gutes Geschenk, finde ich. Ist wirklich ein sinnvolles Geschenk, weil mit dem beschenke einerseits den, der es kriegt, der freut sich dann hoffentlich über die Blumen, die er hat und mir dann wieder was für unsere geliebte Tierwelt, ist super. Oder ich kann einfach selber, das mache ich oft, wenn ich mir denke, okay, gerade jetzt so wie es beim Heilzist ist, da habe ich mir jetzt einiges gemacht und setze das dann halt überall rein, wo ich mir denke, da gehört noch ein bisschen Heilzist hin und so kann man sich halt ein bisschen spielen damit. Ich sammle übrigens fast alles in Papiertüten, also in so Papiersackerl, es muss nicht von Dabo sein, aber das war das am wenigsten Schirche. Da habe ich so, und dann schreibe ich mir es an, gelber Aconitum, also ein gelber Eisenhort, den habe ich da drüben stehen im Garten, dann schreibe ich dazu, wann ich es gesammelt habe. Ja, und dann habt ihr das Saatgut eigentlich und lagern nicht warm. Es darf nicht über 40 Grad kriegen, dann wird es hin. Das ist Eiweiß. Das ist so, wenn wir Fieber haben, dann sterben wir. Ab einer gewissen Temperatur. Kühl lagern war ideal. Aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Also es ist wirklich einfach. Es könnt ihr euch dann selber in euren Garten eigentlich immer weiter versorgen. Und das ist bei manchen Pflanzen nämlich schon ganz reizvoll, weil man kann sich jetzt natürlich fragen, ne, wenn ich es eben im Garten habe, brauche ich es ja nicht ernten. Aber manche Sachen sind nämlich gar nicht so leicht, dass sie dann von selber aufgehen. Der Zist macht es eigentlich eh ganz brav, aber es gibt Pflanzen, da hast du einen besseren Erfolg, wenn du das Saatgut abnimmst und wenn du das dann selber in Saatkisten, mache ich jetzt meistens, wenn man es dann vermehrt. Ich habe mir gedacht, ich mache einfach drei verschiedene, weil die alle drei ein bisschen anders sind. Der Zist, der Heilzist, der Dunkelkeimer, die Astrantien, die großen Sterndolden, weil die heuer auch verhältnismäßig viel bestellt worden sind. Und dann haben wir noch die Glockenblumen, weil das ein gutes Beispiel ist für so ein sehr feines Saatgut. Und alle drei wollen es halt ja, ein bisschen anders. Und trotzdem ist vom Prinzip her relativ ähnlich, so wie es halt ich mache, das zeige ich euch. Ist auch fast alles in diese Saatkisten rein. Man könnte das auch zum Beispiel, ich habe jetzt leider nur diese großen da, das ist eher was, das würde ich vielleicht eher für Gehölze nehmen. Die gibt es natürlich auch kleiner, das sind die Quickpot, das machen auch viele ganz gern. Die füllen es dann auch und dann zum Beispiel in jedes nur ein Korn oder drei Korn rein, kann man auch machen, ist auch nicht schlecht. Dann hast du sozusagen gleich eine Pflanze oder halt je nachdem wie viel dann aufgehen, zwei oder drei pro Topf drinnen und kannst es dann aussetzen. In dem Fall, ich mache es mit Kisteln, weil das, finde ich, eine sehr effiziente Methode ist. Ich spare einerseits Substrat, man sieht dann eh, was aufgeht und man muss halt dann rauspikieren. Das ist auch irgendwie
eine nette gärtnerische Arbeit. Und man hat das so ein Kistel, wenn man jetzt solche Samen da aussieht, eigentlich verhältnismäßig viel Ausbeute, würde ich jetzt einmal sagen. Ich mache das heute wirklich im Schnelldurchgang, weil wir haben das eh schon mal ein bisschen thematisiert mit Erden und so weiter. Ich habe jetzt da auch eigentlich, das ist ein fertiges Topfsubstrat. Das habe ich jetzt von der Menge her da schon vorbereitet. Da seht ihr, da ist so Perlit drinnen, das ist das helle. Topfsubstrat sollte immer eine gewisse Durchlässigkeit haben, dass es euch nicht zu nass ist, dass es nicht zu viel aussauft. Ihr könnt es auch mit Sound strecken, aber das ist ganz, ganz geschickt eigentlich da. Oft mache ich mir es selber, aber das haben wir eh schon ein paar Mal thematisiert. So, und ich werde in das eine Kistel werde ich alle drei eine sehen. Das wird eine riesen Challenge, weil der eine ist ja ein Dunkelkeimer und der andere ist ein Lichtkeimer. Jetzt da ist noch ein bisschen glätten, also ein bisschen andrucken. Es war beim Heilziest und bei den Astranzien war es eigentlich egal. Da konnte man das auch so grob lassen, aber es ist bei Füßen, die so ganz fein sind, wie eben die Glockenblumen, die sind wirklich sehr fein. Da sollten die Oberflächen einfach noch einmal vorher angeglättet werden, damit der Samen nicht irgendwo zu tief in so diese Erdspalten reinfällt, weil wenn das so Mini-Samen sind, dann ist jede kleine Delle da schon ein riesen Loch, wo die dann reinstürzen, und das wollen wir nicht, wenn es Lichtkeimer sind. So, wir fangen an, da ich einmal sagen, mit dem Heilziest. Das habe ich schön gedrittelt. So, jetzt werden wir da einmal diesen Ziest anbauen. Unseren Heilziest. Wo haben wir ihn? Ich strahle da immer verhältnismäßig großzügig hin. Schauen wir mal, ob das überhaupt halbwegs geht. Okay. Das ist nicht der Heilziest. Das sind die Astranzien. Ja. Ihr seht es, es ist kalt. Also ich wollte da eigentlich immer schon die Astranzien hersehen, weil das ein bisschen größer ist. Und ich wollte den Ziest eigentlich da auf der Seite hergeben. Danke für diesen Hinweis, liebe Regie. Da haben wir jetzt den Heilziest. Seht ihr, das wird ganz schön dicht hergestrahlt. Naja, seht ihr es nicht, weil der Samen genau die gleiche Farbe hat wie das Erdreich. Aber erfahrungsgemäß geht der Ziest wirklich brav auf. Der Ziest übrigens ist eine Pflanze, die im Gegensatz nämlich zu den anderen zwei, also zu Glockenblume und Sterndolde, kein Kaltkeimer ist. Der braucht nicht unbedingt die Köten. Der ist eigentlich allzeit bereit. Ja, den sieht man wirklich kaum. Ja, das schaut nicht so schlecht aus. Aber ziehst kann man ziemlich dick strahlen, weil ich tue ihn dann eh außer pikieren. So, passt, ihr seht es nicht, ich sehe es, er liegt jetzt schon ziemlich dicht da und nachdem der aber ein Dunkelkeimer ist, müssen wir den jetzt abdecken, weil sonst ist er im Licht, das wollen wir nicht. Ein bisschen drucken gleich noch mal rein da, dass er schön drinnen liegt. So, das ist mal die halbe Mitte und jetzt decken wir noch. In Ziest konnte ich sogar nur so auch Erden drüber geben, der hält das eh aus. Aber am Schönen geht es halt, wenn man ihm so ein bisschen drüber rübelt. Und da kannst du schon eine Zeitl sieben, weil der darf schon ein paar Millimeter, sollte er schon unter der Erde sein. So. Also der braucht jetzt nicht 5 cm unter der Erde liegen, aber ein paar Millimeter würde ich ihn auf jeden Fall zumachen. Dann drucken wir ihn noch mal ein bisschen an. Dann kleine Markierung. Ich mache das oft, wenn ich wenig Saatgut habe. Ist natürlich schade, wenn ich in das ganze Kistel nur 5 Samenkörner reingebe. Dann unterteile ich mir es. Meistens sind es 2. Oder überhaupt halt nur eins, wenn man mehr hat. Also beim Ziest würde ich nochmal schon ein ganzes machen, aber in dem Fall jetzt für die Demo machen wir das so. So, jetzt weiß ich. Das ist ein Garden Pen.
ein Gartenschreiber. Nein, es ist ein ganz lässiger Stift, ein Bleistift. Bleistift halten überhaupt ganz gut, aber das ist halt so ein spezieller, der hält auf die Etiketten. Der lässt sich nicht runterwaschen und wird vom UV auch nicht schnell hingemacht. Der hält wirklich lang. Eine super Geschichte. Nichts Geileres, als wenn du nach ein paar Monaten, wenn das Zeug aufgeht, schaust und dann kannst du deine Etiketten nicht mehr lesen. Ich meine, oft kennt man es dann eh. Mit der Zeit kennt man es ja, die Sämlinge. Aber wenn ich jetzt ein paar verschiedene habe und vielleicht 15, 20 Kisteln, dann ist das lustig. Außerdem, ich schreibe mir eben gern dazu, oder eigentlich immer, wo es her sind. In dem Fall jetzt Garten, weil die habe ich von mir im Garten geerntet, dann kenne ich mich aus. Und in einen Kistel tue ich immer zwei rein, eins links, eins rechts. Und ich tue es auch immer so rein, dass man es eigentlich so nicht lesen kann. So. Weil ich dann immer so schaue, dann fällt kein Licht hin, dann halten sie noch länger. So, ich drücke so runter. Dann kommt kein Sonnenlicht drauf. Mit einem Lackstift ist das ganz wirklich ein Thema. Lackstifte, die bleichen sofort aus. Ich tue es einfach so einer, dann stützt nämlich keiner. Weißt du, du weißt es ja nicht. Weißt du, es kann ja sein, dass Leute kommen, die sich denken, heute sind wir witzig und vertauschen wir einmal die ganzen Etiketten. Das passiert so nicht, weil dann sehen sie es nicht. Nein, ist eine Angewohnheit. Wahrscheinlich, weil die. Früher habe ich es mit Lackstiften geschrieben und die halten nicht. Die verbleichen einfach und wenn es das so schützt gegen die Sonne, wir schweifen ab. Okay, nächstes Feld. Da machen wir jetzt, da die einmal sagen, also ist eh schon festgelegt, das wird die Sterndolde. Jetzt machen wir die Sterndolde. Wieso nicht? Bei der Sterndolde, das ist ganz lustig, weil man findet nirgends was drüber, ob es ein Hellkeimer oder ein Dunkelkeimer ist, ich darf einmal sagen, es ist irgendwas mittendrin. Ich habe bei mir beobachtet, am liebsten ist sie, sie keimt nicht gleich, sie liegt oft ein Jahr über. Und wenn ich so kiesige Böden habe, da verschlürft sie der Same. Also der Same krabbelt da irgendwo so runter und dann kriegt er nicht viel Licht natürlich, weil oben die Steine machen, die Kieselsteine machen dann zu. Das heißt, eine gewisse Beschattung wird einem sicher recht sein. Und es ist ja eher eine Waldpflanze, das heißt, du kannst davon ausgehen, im Wald ist der Boden unten eher so laubig, modrig und da wird der Same irgendwo hineinfallen. Also meiner Meinung nach kein reiner Lichtkeimer. Ich tue ihn fein mit Erde überdecken, das geht ganz gut. Aber er ist ein Kaltkeimer. Das heißt, der braucht einen Winter. Und das ist auch das, finde ich, das Gute oder das Lässige am Aussehen, wenn ich die Saatkisten dann im Freien stehen lasse, weil das einfach ja, die natürlichen Begebenheiten imitiert. Der Same reift, er fällt ab, er bleibt über den Winter liegen, er hat eine Kälteperiode. Und die braucht er, um zu keimen. Und im Frühjahr keimt er dann hoffentlich. Und Saatkistchen, noch ein wichtiger Hinweis, nie zu früh vernichten. Es ist oft wirklich so, dass die Sachen dann aus irgendeinem Grund, weil halt das Wetter einfach nicht so passt hat, viel später keimen, als man geglaubt hat. Auf einmal kommen sie im Sommer daher, im Juni, Juli, wo man sich halt denkt, so jetzt haue ich am Kompost. Ich lasse ein Jahr meistens auf jeden Fall stehen. Oder manchmal sogar noch länger. Es gibt Sachen, die keimen überhaupt erst, weiß Gott wann. Gut, jetzt machen wir da im Prinzip das gleiche Prozedere. Ah, das sind einmal fette Samen. Streue auch relativ dicht. Drück, 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 drück. Gut, dass wir den Lichtkeimer am Schluss gemacht haben. Der darf sich schön bedanken jetzt. More.
So, da kommen jetzt die Glockenblumen hin. Und die Glockenblumen sind Lichtkeimer. Naja, ein paar Löcher habe ich drin, aber mich freut es jetzt nicht noch einmal drüber rüben. Ihr wisst es eh, daheim macht es besser wie ich. Macht es immer alles besser wie ich. Das ist ganz gut. Ich mache das ja da im Schnelldurchlauf. Aber wichtig, wirklich, echt wichtig, bei, wo habe ich es hingelegt, die Glockenblumen? Da. Pfirsichblättrige Glockenblumen. Eigentlich alle Glockenblumen, glaube ich, zumindest die, die ich bis jetzt angesagt habe, sind ziemlich fein vom Saatgut her. Sind Lichtkeimer, auf jeden Fall einmal die pfirsichblättrige Glockenblume ist ein Lichtkeimer. Das heißt, das Saatgut darf nicht in der Erde verschwinden oder auch nicht abgedeckt werden. Wenn es das macht, das ist nicht gut, weil dann wird das Saatgut zwar nicht kaputt, aber sie mag halt auch nicht keimen. Es ist nämlich so, das werde ich jetzt vielleicht noch erzählen, weil ich bin eh so ungeschickt bei der Köten, dass alles so lange dauert. Es ist so, es müsst ihr euch vorstellen, das ist ja ein Witz. Das ist ja ein Witz, da ist ja gar nichts drin. Ja, das auch. Ja, okay. Wenn man die jetzt hört, das waren wahrscheinlich ja, tausende Samen. Man könnte, oder ich würde euch vielleicht empfehlen, ihr kennt dieses Saatgut mit Talkum, nennt sie das, oder einen ganz einen feinen Sand strecken, so wie man es bei der Blumenwiesen schon mal gemacht hat, vermischen und dann kann man das leichter aufbringen. Ich tue es nicht, ich darf das, weil ich kann das auch so super gut. Dann werden wir sehen, dann wird wahrscheinlich da wieder irgendwo ein Fleck sein, wo 300 stehen. Es wird dann wieder lustig beim Außerpicken. Aber so schlecht geht es nicht, aus Beweis bitte. Das ist die Zwergglockenblume, glaube ich, heißt es. Campanula köchlaerifolia, irgendwie so. Die habe ich voriges Jahr, um diese Zeit, ich sah sehr viel so Richtung Winter an, weil da habe ich mehr Zeit für die Sachen angesät. Und die habe ich ungefähr vor 2 Monaten, würde ich mal sagen, pikiert. So schauen sie jetzt aus. Blühen sogar schon. Taugt mir voll. Sind von uns im Ort geerntet, an den geliebten Straßenrändern, die ganze Zeit niedergemulcht werden. So, jetzt haben wir das einmal so weit vorbereitet, das heißt glatte Oberfläche. Es ist so kalt, dass es bald sein kann, dass man der Rotz jetzt runtertropft. Es ist ein Wahnsinn. Warte mal, jetzt muss ich selber da schauen. Ich weiß nicht, ob sieht man das, glaubst du? Das ist so gut, wie es rausfällt. Man könnte da noch ganz fein, wirklich ganz, ganz fein, es steht in der Literatur ganz gern. Ah ja, ich zeige euch dann vielleicht auch noch ein Buch, was ich ganz geschickt finde. In der Literatur steht dann oft nur ganz fein bedecken. Wenn ihr ein ultra feines Substrat habt, könnt ihr da auch mit einem feinen Sieb vielleicht drüber gehen, ganz, ganz schnell einmal, dass minimal ein paar Körnchen drauf liegen. Ich mache es bei so einem feinen Saatgut nicht. Ich tue es noch einmal gut, wirklich mit, also jetzt nicht mit vollem Gewichtseinsatz, aber so eigentlich ganz gut andrucken. Ich hoffe, es wird nicht zum Amputieren. Ah ja, ich habe euch das ja gar nicht fertig erzählt, was ich angefangen habe. Das war noch eine wichtige Sache, oder wichtig. Es erntet die Samen von verschiedensten Pflanzen im Garten. Wir haben jetzt einfach da mal wahllos 3 rausgenommen. Der Same reift an der Pflanze. Und interessanterweise, wenn es den Samen brockt, wenn die Samenstände schon selbst hier ausstreuen, wenn sie halt einfach reif sind, wenn sie braun sind, dann ist der Same aber schon längst nicht mehr in Keimstimmung. Die meisten zumindest. Beim Ziest ist es ein bisschen Ausnahme, wie gesagt, der ist allzeit bereit. Seh mich und ich komme. Da wird er jetzt nicht gleich kommen, weil der Winter kommt, das gespürt er natürlich, der ist ja auch nicht blöd. Aber die meisten unserer Samen, die zumindest dann Kaltkeimer sind, die sind schon längst nicht mehr in Saatstimmung. Sie gehen in Keimruhe. Und das macht natürlich die Natur aus gewissen Gründen. Die will natürlich nicht, dass der Same runterfällt und sofort keimt. Und dann kommt der Winter mit minus 15 Grad und dann sind alle Sämlinge tot. Deshalb baut sie Barrieren ein in diesen Samen, hormonelle Barrieren, damit der Same gewisse äußere Reize empfangen muss, um wieder in Keimstimmung zu kommen.
Und dazu gehört eben bei den Kältekeimen, dass er über einen längeren Zeitraum, ihr könnt das dann selber mal genau nachlesen, da gibt es genaue Anleitungen, der Same muss 2 bis 4 Wochen so und so viel Grad haben, etc. Ich habe mir einen Zettel geschrieben, ich habe ihn verloren, ich finde ihn nicht mehr, sonst hätte ich es euch genauer sagen können. Es ist mir auch wurscht, weil ich mache deshalb alles heraus. Der Same braucht über mehrere Wochen eine Kälteeinwirkung. Früher hat man Frostkeimer gesagt, das stimmt nicht ganz. Es kann bei manchen Samen wichtig sein, das sind eher so Eisenhurt, also alles, was so, wie sagt man da, Ranunculaceae sind. Da sind Minusgrade ein Thema. Aber bei den meisten, wenn man so Kältekeimer, reichen so -3, -4 Grad maximal bis +4 Grad in dem Bereich. Wenn es viel kälter ist, da tut sich gar nichts. Weil das ist ja Biologie in dem Samen drin. Und wenn der durchgefriert, da wird sich nichts mehr. Und im Gegenteil, wenn du zu schnell runtergefrierst, hat er vielleicht noch zu viel Wasser in sich und zerplatzt dann, ist kaputt durchs Eis. Aber jedenfalls, er braucht einige Wochen eine Kälteeinwirkung, damit sich diese keimhemmenden Stoffe abbauen. Dann weiß der Same, okay, es ist jetzt kalt, es ist Winter. Ich bereite mich mal schon langsam aufs Keimen nächstes Jahr vor, weil nach der Kältephase wird es wärmer und dann kommt er sozusagen in Stimmung. Das sind so einfach so Regeln. Die sage ich jetzt keine Ausnahme, sonst wären wir nicht fertig. Man konnte es nämlich ein bisschen austricksen. Aber egal, ich mache das einfach so und im Winter habe ich Zeit, deswegen sehe ich sehr, sehr viel Oktober, November, Dezember, Jänner, Februar, wirklich bis im Winter eine Sahe an und ich stelle dann die Kisteln so wie sie sind heraus hin, an einen Ort, der ein bisschen geschützt ist, wo es nicht ganz brutal windig ist und wo aber möglichst auch der ganz normale Niederschlag hinkommt. Die sind im Winter oft von einer Schneedecke abgedeckt. Bei uns gibt es hin und wieder doch noch einen Schnee. Der Schnee ist auch für viele Sterndolde zum Beispiel. Die mag ganz gern, wenn der Schnee umliegt. Es kann natürlich sein, dass es in einer Gegend hat, wo es keinen Schnee gibt, Pech gehabt. Dann kommt halt mal zu uns und nehmt euch einen mit. Die Sterndolde mag das ganz gern. Viele Samen haben das gern, weil der Schnee so irgendwie so Art, wie wenn er am Samen außen nagt, an der Hülle. Das heißt, er macht die Hülle porös. Er tut wieder gewisse Stoffe in dieser Hülle zerstören oder abbauen und das erleichtert dann dem Keimling im nächsten Jahr, dass er keimt. Also man kann sich da richtig, richtig vertiefen, ist wirklich eine interessante Materie. Was mich so fasziniert daran, wenn man jetzt zum Beispiel die Glockenblume nimmt, wenn die unter die Erden kommt, die Glockenblume, dann keimt es nicht, weil ja der Lichtreiz fehlt. Bei der ist es eben so, die braucht das Licht zum Keimen. Da ziehst, wenn auf den das Licht scheint, dann sagt er, ich keime nicht. Ich komme jetzt sicher nicht in Stimmung. No way. Und sobald du ihn abdeckst, kommt er in diese Keimstimmung und diese Stoffe bauen sich im Inneren des Samens ab und dann keimt er. Also es waren ein paar so prinzipielle Sachen, aber was mich fasziniert ist, gewisse Samen fallen ab, kommen unter die Erden, sind aber eigentlich Lichtkeimer, können nicht keimen. Klar. Weil sie schattig sind. Und nach 20 Jahren, 30 Jahren, 50 Jahren, 100 Jahren, 200 Jahren, im Extremfall scheinbar bis zu 1000 Jahre, behalten diese Samen die Keimfähigkeit. Ich meine, das ist schon unfassbar faszinierend eigentlich, dass die Natur ein Gefäß geschaffen hat, wo die ganze genetische Information der fertigen Pflanze gespeichert ist. Und dieses Gefäß ist gegen alle Umwelteinflüsse, wenn es jetzt unter der Erde liegt, geschützt gegen eine Hilti, wenn man es mithört, wahrscheinlich nicht. Da wirken es drin, die Fleißigen. Wir haben mehr Klick, wir haben es ein bisschen lockerer vom Programm. Und der kann Jahrzehnte oder Jahrhunderte überdauern im Erdreich. Und wenn dann die Zeit kommt und er wird durch irgendeinen Vorgang an die Oberfläche geholt, sei es durchs Pflügen, durch eine menschliche Tätigkeit oder weil die Tiere da um und um graben, dann kommt er ans Licht und dann keimt er und hat Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte in der Erde geruht. Ist doch faszinierend, finde ich. Gießen? Na, da die sicher nicht. Wenn ihr das angierst, könnt ihr es machen bei allen, die es oberflächlich abgedeckt habt, bei den Sterndolden auch, aber die Glockenblumen würde ich so jetzt nicht unbedingt direkt gießen, weil alles, was so ein ultrafeines Saatgut hat, wird dann oft durch das erstmalige Gießen, ich mache es jetzt da vielleicht auf der Seite, könnt ihr mal probieren, ja, da geht's eh, da seht ihr eh, was da los ist.
ein Mini-Tsunami. Das verschwemmt dann das Erdreich ziemlich. Also bei alles, wo der Same eine gewisse Größe hat, überhaupt kein Thema. Ganz normal angegossen mit möglichst einer feinen, gab es sicher noch feinere Gießkanteln. Ich habe leider keine feinere. Und da macht es einen Trick, zumindest beim ersten Mal, weil dann schwupps, haut es eh raus. Das ist von unten anstauen. Ich zeige euch das, wie das geht. Das ist echt nichts dabei. So, jetzt geht mein Boot schwimmen. Na, es wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr schwimmen, weil ich es schon gegossen habe. Ah ja, seht's? Jetzt saugt sie sich sofort an und man verschwimmt den Samen nicht. Und wir haben schon gegossen. Fertig. Und genau so, wie es jetzt ist, stöhe ich es dann heraus hin aus. Wenn es länger nicht regnet, wenn man Lust hat, kann man mal gehen und kann das gießen. Aber in der Regel lasse ich es so stehen. Jetzt um die Zeit bei uns regnet es eh hier und da. Dann hat es eine gewisse Feuchtigkeit. Nicht zu sonnig, weil dann trocknet es nicht schnell aus. Aus. Fertig. Ja. So schaut das dann aus. In dem Fall bei den Glockenblumen. Wie gesagt, die habe ich voriges Jahr angesät. Haben sie super entwickelt. Gehört jetzt eh dringendst nochmal. Ja, sie reden aber dazu kommen. Das ist das Schöne auch, so ein Kisterl, das kannst du nämlich über eine lange Zeit dann vorrätig halten. Wenn du Lust hast, dann pickierst einen Teil raus, wie es jetzt da in diese Paperpot ist. Da habe ich den Wiesensalbei rauspickiert, ein paar. Das sind eben diese Paperpot. Ich glaube, die habt's, waren eh einige schon dabei, die das gesehen haben. Ist wirklich eine lässige Sache. Ich mag es irrsinnig gern. Mein Schwiegervater kommt momentan nicht mehr aus dem Keller rauf, weil er dauernd diese Paperpot machen muss. Ich komme auch nicht mehr aus dem Keller raus, weil ich alles ansah momentan. Aber es ist wirklich nett, nachher die in diese Töpfe rein zu pickieren. Man kann es auch direkt setzen, aber ich tue es eigentlich dann da raus. Pickiere es rein, dann lasse ich es durchwurzeln und dann kann ich es irgendwo im Garten nämlich gleich direkt aussetzen. Das ist das Lässige. Du brauchst dann keinen Topf, keinen Plastiktopf, sondern setzt es halt direkt so aus. Und die halten monatelang. Das wird wie so eine Art Papiermaché. Und irgendwann mit der Zeit zerfallen sie halt dann. Aber da hat man es dann eh schon längst ausgesetzt. Ja, vielleicht noch ein kurzer Appell. Wieso soll man sich überhaupt mit dem beschäftigen? Müssen tut man gar nichts, aber vielleicht probiert man es einmal. Vielleicht macht es einen Spaß. Viele von euch werden das eh schon machen und mit dem experimentieren. Aber ich finde es einfach eine sehr schöne Methode, um einfach wirklich sie wieder mit unseren, mit den heimischen Pflanzen zu beschäftigen. Auf Spaziergängen sieht man oft irgendwelche Pflanzen, wo man sich denkt, siehst du, das war super, aber ich kann nicht einfach was ausgraben. Erstens dürfen wir es nicht und das machen wir auch nicht. Ich bin ja froh, wenn noch irgendwo welche Pflanzen sind, weil es wird eh immer schwieriger, dass Bereiche um was wachsen können. Ich merke mir das dann, wo die Pflanzen sind, oder ich fotografiere es dann und dann schaue ich später nochmal hin. Deshalb habe ich jetzt da symbolisch eine Akelei, die freuen mich nämlich wirklich. Ich habe 1, 2, 3, 4 Kisteln habe ich jetzt einmal gemacht von den Akeleien. Ich bin, glaube ich, 3 Jahre habe ich versucht, Akeleisamen bei uns am Ort zu erwischen. Da in der Umgebung gibt es verhältnismäßig noch gar nicht so wenig Akeleien. Nur das Blöde ist, sie werden immer niedergemäht, bevor sie zur Samenreife kommen. Und nach Jahren habe ich dann endlich eine gehabt, die ist so ein bisschen versteckt in so einem schattigen Platz halt gestanden. Und da habe ich dann einen guten Samen ernten können. Oder zum Beispiel auch da, das sind in Schweden die schwedische Nationalblume, kann man fast sagen, die Rallarus, die schmalblättrigen Weidenröschen, wunderschöne, so hohe Pflanzen, haben wir jetzt da unten einen Haufen gesetzt, die habe ich mir selber aus dem Samen vermehrt. Es macht, also mir macht es einfach riesen Spaß, weil man auch viel über die Pflanzen kennenlernt und man hat halt gleichzeitig wirklich, man kann ökologisch da ein bisschen was beitragen, indem man diese Pflanzen vielleicht bei sich daheim findet, bestimmt, beschützt und dann irgendwo auch erhält und im eigenen Garten zum Beispiel aussetzt. Oder wenn es nichts findet, kennt ihr ja was bestimmt bei uns. Wir haben es im Samenbäckchen, ist auch, muss ich sagen, für die Dagobert Dachs unter euch.
Es ist in Relation gar nicht so uninteressant, weil wenn du einigermaßen eine gut aufgehende Saat, man weiß das halt nie so recht, manchmal geht es nicht hundertprozentig gut auf oder geht nur wenig auf, aber so wie jetzt da bei den Glockenblumen, wenn da halbwegs was aufgeht, dann gehen da auch ganz schön Stückzahlen raus. Also das ist dann auch lustig, weil man einfach viel an Menge rauskriegt und da freuen sich natürlich dann wieder unsere Bienen oder unsere Schmetterlinge, wenn nicht nur ein Pflanzerl, sondern wenn es vielleicht gleich 20 oder 3 aussetzt von einer, macht einfach Spaß. Ich tue einfach im Garten so überall, wo ich halt Plätze habe, wo wieder mal irgendwo ein Platz frei ist, setze ich dann was rein und ich bin immer bei uns auf der Lauer, auch beim Autofahren schaue ich immer, ob ich wo Pflanzen sehe. Die merke ich mir dann, Foto lege ich irgendwo ab, aber ich merke mir das eh an und für sich und dann schaue ich wieder hin. Stimmt, gell, das merke ich mir. Ich merke mir nicht viel, aber das merke ich mir, wo ich die Pflanzen gesehen habe. Und dann spaziere ich da wieder hin und meistens sind sie abgemäht, aber manchmal habe ich das Glück, dass ich dann einen Samen ernten kann. Das ist ja, einfach eine schöne Tätigkeit. Aber eigentlich wollte ich euch da kurz zeigen zu diesem Thema. Es ist ein riesiges Thema. Ich glaube, ihr habt es eh gemerkt jetzt da. Das war nur ein kleiner Einblick. Wenn sich wer ein bisschen intensiver mit der Materie auseinandersetzen will oder einfach speziell sich dafür interessiert, wie Samen funktionieren, ein super Buch vom Klaus Jelito. Ein Blick in die wunderbare Welt der Pflanzensamen. Wirklich für mich, sowas liest sich wie ein Krimi. Das ist einfach ja, herrlich, weil man auch sehr viel lernt und Dinge erfährt, wo da die Spucke wegbleibt. Ein neueres Buch, auch nicht schlecht. Mann, bitte, der kopiert meine Papiertöpfe. Was soll das? Deshalb habe ich mir es kaufen müssen. Ja, der hat die Papiertöpfe um. Das ist zwar jetzt vielleicht nicht so speziell auf Stauden, aber es gibt, finde ich, einen sehr guten Gesamtüberblick, einmal prinzipiell so über das Thema Pflanzenvermehrung. Aber das ist ein Wahnsinn, was die Typen da, ich glaube, es ist Vater und Sohn, Wolfgang und Marco Kavolek, was die da reingestopft haben an Know-how, übergreifend von tropischen Pflanzen, was weiß ich, bis zur Kakteenvermehrung. Also, wenn sich jemand über dieses ganze Riesenthema ein bisschen einen Überblick machen will, finde ich das Buch ganz cool. Wirklich sehr, sehr umfassend beschrieben. Und ganz ein lässiges Buch, wenn es die, die jetzt zusehen, werden sicher viele dabei sein, die sich sehr gern mit der Materie der heimischen Stauden vielfach beschäftigen. Es sind da hauptsächlich heimische Stauden drinnen beschrieben. Und was ganz cool ist, da geht es um naturnahe Pflanzungen. Ist zwar schon ein Buch, was wirklich in die Jahre gekommen ist. Ich glaube, es ist aus den 80er Jahren, Mitte, Ende 80er und so. Ich glaube, wird auch zum Teil noch Torf und so irgendwie verwendet, aber schon ein bisschen kritisch hinterfragt. War halt eine andere Zeit. Und der beschreibt ganz lässig, wie man verschiedene natürliche Bereiche im Garten anlegen kann. Finde ich, ist ein gutes Standardwerk. Jetzt dürfte unser Schager Trinktemperatur haben. Hier ist ein Platz reserviert. Für meine Kamerafrau, für meine liebe Frau. Zweimal gemütlich da beim Kamin unseren nordischen Kaffeeersatz trinken. Also pfiat euch, ich hoffe, es könnt euch ein bisschen was mitnehmen. Es gelingt euch hier und da. Mir gelingt auch nicht immer alles, manche Sachen, keine Ahnung, es gibt Saatgut, das habe ich selber nicht zusammengebracht. Entweder habe ich selber einen Fehler gemacht. Man weiß oft gar nicht, was so richtig die Ursache war. Aber man sieht, glaube ich, es gibt viele Dinge, auf die man aufpassen sollte oder kann. Und es ist einfach lustiger, wenn einem dann ja, mehr gelingt, als vielleicht das noch vor 2, 3, 4 Jahren der Fall war, wo man halt einfach probiert hat und es ist irgendwas gar nicht schief gegangen. Oder vielleicht wisst ihr jetzt, wieso es schiefgegangen ist. Das war natürlich dann der Idealfall und beim nächsten Mal funktioniert es dann das. Das hat mich gefreut, weil dann bleibt man dabei oder probiert das halt hier und da. Okay, pfiat euch bis zum nächsten Mal, macht es gut. Jetzt wird es dann kalt, jetzt müssen wir dann schauen, was wir machen im Winter. Schneeschaufeln für Anfänger zum Beispiel,
kann man alles machen.